waren, dass es gestern in München eine Solidaritätsbekundung für Venezuela mit 180 Teilnehmern gegeben hat. Also wir sind nicht nur ein kleines Häuflein hier in Berlin und wir können mit vollem Recht hier gegenüber dieser Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika ausrufen. Adelante, Maduro, a los gringos dales duro. 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 Genau, genau das so ist. Die Gringos in Lateinamerika, Gringos, wir nennen Gringos an US-Amerika, weiße Leute, die hatten die Mentalität, dass die sind etwas Besonderes. Deswegen, alle Reichtum der Welt gehört zu den Gringos. Und natürlich, Lateinamerika ist der Hinterhof. So denken die Gringos. Aber es ist nicht neu, es war immer so. Es war immer so. Die müssen ganz bewusst sein, liebe Leute. Die Solidarität mit Venezuela ist auch wichtig für Deutschland. Ist es wichtig für die ganze Welt. Weil, wenn Venezuela zerstört wird, dann kommt Kolumbien, Brasilien und es kommt auch zurück. Es kommt zurück, dieses Krieg. Deswegen in Venezuela braucht unsere Solidarität. Die Leute, die Demokratie, sollten sich in Bewegung setzen. Für die Menschheit, für die Ökologie, für die Menschenrechte, für die Demokratie. Venezuela braucht uns mehr als nie. Zwei kurze Informationen für alle Interessentinnen und Interessenten seien hier noch gesagt. Übermorgen, Montag, den 6. Mai im Franz-Mehren-Hof in Kreuzberg findet eine Veranstaltung statt mit dem Bundestagsabgeordneten André Junco, der vor einer Woche aus Venezuela zurückgekehrt ist. Und am 15. Mai im Rosa-Luxemburg-Saal des Karl-Liebknecht-Hauses findet eine Veranstaltung zur Solidarität mit den Kämpfen in Lateinamerika statt, organisiert von der AG Cuba Si, zu der Vertreter aus Kuba, Venezuela, Nicaragua und Bolivien eingeladen sind. Danke.